So, hallöchen damit, willkommen hier zurück beim Let's Play Euro Truck Simulator 2. So, erstmal wieder hier den LKW auf Fahrt bringen. Willkommen hier in einer neuen Folge, immer noch auf dem Weg nach Portugal. So, wir haben auch, glaube ich, nicht mehr allzu viel Zeit bis zur Nächtigung, nur noch an die 3 Stunden. Ganz wichtig, an die 3 Stunden ungefähr, und dann müssen wir schauen, dass wir baldigst einen Schlafplatz finden. Ansonsten sitzt uns mal wieder das Gesetz im Nacken, und das muss ja nicht unbedingt sein. Von dem her schauen wir uns natürlich pünktlichst um, und dann haben wir auch den anderen Vorteil, dass es dann tagsüber ist, dass wir ein bisschen mehr sehen, als jetzt hier wirklich nur... Hier sieht man wirklich nur komplett schwarz, das ist... Ja, ich finde das voll diskriminierend, dass du das nicht in Ordnung findest, wenn man nur schwarz sieht. Ja, okay. Eigentlich sollte... Wer bin ich, der mir darüber ein Urteil... Der sich darüber ein Urteil erlauben darf, aber... Ich habe nichts dagegen, aber es ist schon scheiße. Nein, Quatsch. Also ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Man sieht halt relativ wenig, und das ist halt alles andere als optimal. Habe ich mal gehört. Finde ich aber auch ganz logisch von den Leuten, die das so gesagt haben. Das kann ich nachvollziehen, diese Gründe, deren Argumentationsstruktur, und deswegen sollten wir dem dementsprechend Folge leisten. Oh, es ist sogar doppelt gemoppelt. Dem dementsprechend Folge leisten. Oha. Ja, sogar 2 dem in einem Satz. Das ist dermaßen der Burner einfach nur. Es ist einfach schön. Ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, so schnell unterwegs zu sein. Das tut alles nur so. In Wirklichkeit ist das nämlich gar nicht so schnell. Naja, eigentlich schon. Genau deswegen nämlich. Ich glaube, ich fahre mal den Tempomat ein bisschen auf 100 runter. Das hat dann, glaube ich, ein bisschen Gediegenheit. Ich schwör, es hat voll Gediegenheit. Ja, ich kann voll gut Deutsch und so, schwör voll drauf. Ja, was willst du machen? Ja, außer vielleicht mal versuchen, anständig zu fahren. Und vielleicht nicht die ganze Zeit auf den Nebenbildschirm zu gucken. Das ist nicht immer vorteilhaft, habe ich gehört. Bäh. Josh, es ist aber echt mal gut hier. Ja, ist in Ordnung. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder, sammeln unsere Kräfte und sehen, dass vorne die Spur enger wird. Das ist supi. Ich freue mich. Ich freue mich sogar an Keks. Ah, okay, dann muss jetzt echt langsamer werden. Warum ist das sehr einspurig? Weil wir jetzt in Richtung Autobahnauffahrt kommen. Okay, gut, dann werden wir dort vorne mal etwas langsamer an dieser Kreuzung kommen. Etwas zur Besinnung. Um dann wieder zu beschleunigen. Yay, Party. Beschleunigen ist immer super. Weil, liebe Kinder, beschleunigen ist gut für die Umwelt, weil da wird dann voll viel CO2 hinten rausgehauen. Okay, leider eigentlich nicht, aber... Was willst du machen? Vorne haben wir auf jeden Fall eine Mautstele. Ach ja, immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Stimmt, warte mal. Hab ich auch schon mal hier drüber philosophiert. Murphys Gesetz. Stimmt, wo habe ich noch etwas dazu gelesen? Ich glaube, das war im TSM-Map-Forum. Stimmt, da habe ich mir die neue Version geholt. Und stimmt. Da gibt es so einen Lexikon-Bereich. Den habe ich einfach mal angeschaut. Und da gibt es auch ein lustiges Bereich. Da wird so Trash drin gepostet. So, da habe ich was über Murphys Gesetz gelesen. Warte mal, finde ich das glaube ich ganz irgendwo schnell. Hier, also Regel 1, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief. Das ist Hauptregel. Das fasst auch so ziemlich Murphys Gesetz am besten zusammen. Wenn irgendwas schief geht, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief. Finde ich auch eine äußerst logische Aussage. Aber ich sollte vielleicht erstmal schauen, wo wir denn das nächste Mal nächtigen könnten. Wir hatten, da vorne. Da hätten wir sogar ohne Werkstatt an der Landstraße. Entweder hier oder eben in Bordeaux können wir nächtigen. Bei einem Glas Wein, wobei wir müssen morgen gleich wieder auf Achse. Das ist vielleicht nicht so toll. So, was haben wir noch? Zweite Regel Murphys Gesetz. Wenn etwas auf verschiedene Arten schief gehen kann, dann geht es immer auf die Art schief, die am meisten Schaden anrichtet. Ist halt wirklich so. So traurig das klingt, das ist oft einfach mal so. Wobei, man soll auch nicht so pessimistisch denken. Aber es ist ganz lustig zu lesen, finde ich. Hat man alle Möglichkeiten ausgeschlossen, Regel 3, auf die etwas schief gehen kann, öffnet sie sofort eine neue Möglichkeit. Was sonst normalerweise bei Möglichkeiten, die funktionieren sollten, nicht so funktioniert, das ist hier anscheinend ganz normal. Die Wahrscheinlichkeit, Regel 4, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, ist umgekehrt proportional zu seiner Erwünschtheit. So, für alle, die nicht Mathe-Leistungskurs hatten, umgekehrt proportional zu seiner Erwünschtheit, also... Wenn die Erwünschtheit sinkt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. So, schön ausformuliert, finde ich. Da
Dann Regel 5, nichts ist so leicht, wie es aussieht, durchaus. Regel 6, alles dauert länger, als man denkt. Ja, das kenne ich hier vom Fahren. Man braucht für die eingeplante Strecke immer eine längere Zeit, als ich gehofft habe, dass es mal dauert. So, Regel 7, für Freizeit kehrt sich Regel 6 um. Also alles geht schneller vorbei, als man denkt, als wie man denkt. Bitteschön. Eine Abkürzung. Eine Abkürzung ist die weiteste Entfernung zwischen zwei Punkten. Tatsache. Oh, schau mal, da rechts geht das Abkürzung. Geht bestimmt viel schneller. Ja, genau. Oder halt auch nicht. Jede Lösung eröffnet neue Probleme. Früher oder später wird die schlimmstmögliche Verkettung von Umständen eintreten. Genau. Haben wir auch schon mal hier drüber gehabt, dass immer eine Verkettung von diversen Umständen zu dieser Tatsache geführt hat. Damit kann man sich wunderbar rausreden. So, ich bin nicht schuld dran, das war die Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, wir schaffen sogar noch in die Stadt, das ist ganz schön. Was haben wir noch? Alles Einfache ist schwierig, alles Schwierige ist unmöglich. Boah, ist auch echt gemein. Murphys Gesetz hat Priorität vor allen anderen Naturgesetzen. Ja, durchaus. Freunde kommen und gehen, aber Feinde sammeln sich an. Wenn du denkst, du hast vier Asse und es kann nichts passieren und der andere hat einen Smith & Wesson. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber okay. Alles Gute im Leben ist entweder illegal, unmoralisch oder macht dick. Was haben wir hier auch 1,11? Okay, ist anscheinend so europaweit, das ist auch nicht schlecht. Alles Gute im Leben ist entweder illegal, unmoralisch oder macht dick. Denk mal drüber nach. Was haben wir hier noch? Alle Zeiten sind verschieden. An manchen Tagen verliert man, an manchen Tagen gewinnen die anderen. Okay, schön interessant ausformulierte Murphys Gesetze. So, was haben wir hier noch? Murphys Computergesetze. Software, die problemlos läuft, ist immer veraltet. Software, die idiotensicher ist, wird auch meistens von solchen bedient. Ach, süß. Ich muss mich vielleicht mal bis auf den Verkehr konzentrieren, statt nur so Sachen vorzulesen. Selbst in ausführlichen Bedienungsanleitungen ist immer das aktuelle Problem nicht beschrieben. Tatsache, die Bedienungsanleitung kann so dick wie doch was sein, aber das Problem, das man hat, ist daran nicht beschrieben. Es ist genauso bei FAQs der Fall. Die Frage, die man hat, ist anscheinend nicht so frequently asked, dass sie hier schon aufgetaucht. So, die Zahl der Fehler in einem Programm ist immer unendlich. Deswegen hat es gar keinen Sinn, welche zu entfernen. Ja gut, das kann natürlich auch gut sein. Und die Zahl der Fehler in einem Betriebssystem ist größer als unendlich. Vor allem in welche bezüglich eines Betriebssystems, der ja das von einem großen deutschen, nein nicht deutschen, von einem großen amerikanischen Unternehmen namens Winzig Weich kommt und den Namen Fenster enthält. Wobei, wenn man sich eben eine Version aussucht und auch bei der bleibt, die funktioniert, ich empfehle an dieser Stelle Windows 7. Dann hat man auch weniger Probleme. Habe ich mal gehört. Und kann ich nachvollziehen. Also, Windows 10 updaten kommt für mich aktuell echt nicht in Frage, weil das habe ich auf meinem Laptop drauflaufen und der ist schon einige Jahre alt. Das läuft da zwar ganz gut, aber hier auf meinem Arbeitsaufnahme, Dingensrechner, ist mir das auf jeden Fall noch wesentlich zu unsicher. So, Kollege, ich weiß, du bist müde. Du wirst auch bald zur Ruhe kommen, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann trinkst du noch ein Gläschen Bordeaux und dann geht das alles wie im Schlaf. So, irgendwo werden wir doch da bestimmt was finden, wo wir nächtigen können. Oder, danke fürs Laden auch. Wo sieht's denn am schönsten aus? Ich glaube, ich setze mich am besten mal in die Werkstatt. Dann können wir vielleicht sogar mal ein bisschen was an unserer Innenausstattung ändern. Das wäre, glaube ich, auch mal eine ganz nette Idee. Wobei nett natürlich auch der Bruder von, wisst ihr Bescheid? Schön ist, aber ist halt einfach so. Vorne entern wir auch gleich in The City. Wie damals bei den Piraten. Ja, genau, das waren noch Zeiten. Jo, das ist eine beleuchtete Brücke. Eine der 7 Brücken, über die man gehen muss, genau. Und dann wird es jetzt hier ganz schön eng. Also Kreisverkehr und dann geradeaus drüber. Okay. Ich habe gesehen. Wobei, warte mal. Yep. Einmal über den Kreisverkehr drüber. Also bitte fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Ganz klar, ja. Check. Einmal raus hier. Warum zur Hölle ist es Markierung 2 oder 3? Ich weiß es nicht genau. Aber egal. Jo, hier ist auf jeden Fall was Erstes. Hier haben wir einen. Ach, noch ein Renault-Händler. Die tauchen hier zum Glück nicht oft auf oder so. So. Dann haben wir. Hier ist noch nicht die Werkstatt. Wobei. Nee. Warte mal.
Doch, ich glaube, da war die Werkstatt. Mist, da war die Werkstatt. Ich wende dann mal. Hui. Da freut sich die Ladung. Merke, wie sie sich freut, Achterbahn fahren zu dürfen. Hört ihr es? Ja, ja. Juhu, Party, Arme nach oben. Ja, okay, die freut sich. Ich hab ja gehört, gell? So, da haben wir, glaube ich, nämlich Reparaturwerkstatt und Schlafwerkstatt. Genau. Sogar direkt an eine angrenzende Hotel. Naja, wir schlafen aber nicht im Hotel, sondern daneben, weil wir sind ja arme, arme Schuckspechte. So, können wir vielleicht trotzdem gleich mal schauen, was wir denn so schönes aufrüsten könnten. So, vielleicht müssen wir schlafen gehen. Lackierung könnten wir mal durchschauen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt so was unglaublich Attraktives dabei ist. 50.000, klar, haben wir mal so auf der Kette. Zebra. Ne, wir sind diese ganzen komischen Leuchtmarklackierungen, die finde ich komisch. Die sind nicht so ganz mein Fall. Aber ich glaube, wir sind bisher ganz gut bedient. Das können wir irgendwann anders mal machen, falls wir etwas mehr Kohle auf dem Konto haben. Oder falls wir uns dann irgendwann mal einen neuen LKW anschaffen. Das hätte ich jetzt auch machen können für die Winterfahrt. Aber jetzt ist ja langsam auch schon der Winter vorbei, von dem her verlassen wir den Lackierer. Yep. Wir warten einmal, wobei warten, damit würde ich noch etwas warten. Allerdings schauen wir mal auf die Aufrüstung. Ein paar Teile im Innenraum. Guck mal, darf ich irgendwas Neues installieren? Ich weiß es nicht. Also der Würfel gefällt mir, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Auch wenn ihr den schäbig findet, ich mag ihn. Ja, dort haben wir die Tasche, wir könnten uns vielleicht für da drüben mal was holen. Ja, 3000. Ich weiß es nicht. Eine Damenhandtasche, komm, ist auch schön. Nee, reicht, wenn der ja steht, das reicht. Jo. Ich würde aber vielleicht mal den Vorhang verändern. Das hier finde ich schön. Den finde ich klasse. Der baumelt zwar ein bisschen, aber ich finde ihn schön. So. Jetzt habt ihr wieder was Baumelndes vor dem Sichtfeld. Das gefällt euch. Das habe ich schon festgestellt. Das wird den Zuschauer unglaublich ätzend. Aber was willst du machen? Ich finde es schön. So, wir stellen uns einfach mal dahin und nächtigen eine Runde. Hoffen wir, dass wir da irgendwie... Ah, wir werden sogar erkannt. So, wir parken einfach mal über alle Parkplätze. Aber wir kommen bei Tages... nicht bei Tagesanbruch, aber zumindest mal tagsüber wieder hier zu Wachheit. Genau, ist schwervoll. Aber wir schauen jetzt mal ganz genau auf die Karte. Jo, wir entfernen mal sämtliche Markierungen und sehen, dass wir dann... Ne, dann entfernen wir doch nicht sämtliche Markierungen. Ich möchte nämlich noch gerne hier die Jobagentur entdecken und dann... Machen wir uns auch schon auf den Weg tagsüber der Küste lang. Das ist doch geil. Was will man mehr? Tagsüber der Küste lang. Oh, das wird schön. Da müssen wir sogar auch an die Küste direkt. Da, wo wahrscheinlich am ehesten auch die Windkrafträder gebraucht werden. Direkt an der Küste. Ach, jetzt haben wir Feststellbremse. So. Dann kommen wir auch pünktlich dahin. So, wir haben es auch tagsüber, wie es aussieht. Nein, Josh, wirklich. Heißt, wir fahren jetzt seit langem mal wieder... Mit Tageslicht, ist auch schön. Nicht hier immer so einen auf. Ja, hier Klischee einfügen. YouTuber nehmen immer nachts auf. Dieses Klischee kann ich aber eindeutig zu widerlegen. Wir haben es 13.54 Uhr. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Und ich sitze schon seit morgens hier. Also von dem her, das Klischee möchte ich an dieser Stelle gerne mal widerlegen. Wohin denn, Josh? Du hast dich doch gerade erst schlafen gelegt. Ja, ist ja in Ordnung. So. Hier ist das. Ah, die Arbeitsagentur, die genau. Die haben jetzt auch gerade entdeckt, Party Hard. Und dann schauen wir mal, dass wir langsam auch wieder die Stadt verlassen. Ganz Zeit für eine Folgenpause ist es halt noch nicht, aber baldigst dann werdet ihr entlassen hier raus. Sobald ich diese Stadt entlassen werde. Ja, die Bäume sind schön, die gefallen mir. So, ist einmal hier im Kreisverkehr die erste. Der möchte auch raus. Okay, das sah irgendwie sehr nach einem Peugeot aus. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist einer Bar hier in Frankreich. Oh, die Kapelle sieht aber toll aus. Die gefällt mir. Daumen nach oben für diese Kapelle. Doch, die sieht schnieke aus. Die gefällt mir. Jo. Da vorne dann einmal nach links und dann kommen wir, glaube ich, auch langsam schon wieder zurück. Zum Jazzclub. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich sollte vielleicht auf die linke Spur, oder? Wir biegen links ab. Das hat, glaube ich, Vorteile. Hab ich mal gehört. Ich weiß nicht bei wem, aber ich habe das mal gehört. So. Stellen wir uns mal dahin, drehen Däumchen und warten, bis alles grün wird. Yay! Oh, es wird sogar schon grün. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde diese Vorhänge oben einfach toll. Die haben einfach irgendwie Stil. Auch der Würfel da drüben, der ist vor allem auch
standardmäßig gar nicht im Bild. Das heißt, ihr braucht euch gar nicht darüber beklagen, dass er voll ätzend ist. Der ist standardmäßig gar nicht im Bild. So. Das heißt, der Baum wird nur rein, wenn ich so mache. Und ansonsten auch nicht. Ja, da vorne dann wieder ein Kreisverkehr. Dürfen wir drüber? Wir dürfen sogar drüber. Oh, wunderschön. So, und wir verlassen Bordeaux im noch relativ kahlen Frühling. Ich glaube, in der nächsten Folge wird dann auch wieder langsam die Vegetation Einzug erhalten. Ich meine, wir müssen uns auch realistisch nachstellen, dass jetzt hier langsam alles erst anfängt zu wachsen und gedeihen. Das wird es bald tun, denke ich mal. Aber erst in der nächsten Folge, ich würde sagen, die beenden wir einfach mal da vorne an der Maut dafür, ne. Doch, finde ich eine gute Idee. Da rechts haben wir ein bisschen Weingut. Vielleicht ist es sogar güteres Weingut. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Aber da werden wir erstmal unseren Sold bezahlen und uns dann einmal die Zeit nehmen, die Auszeit nehmen, diese Folge zu beenden, die paar Sekündchen dafür. So, dann stellen wir uns einmal hier hin. Mann! Habe ich nicht schon wieder Schaden hinten dran, oder? Nein, 2%. Mann, ich fahre zu schnell. Mann. Das finde ich nicht immer so optimal. Aber was willst du machen? 2% Schaden, da kriegst du bestimmt ordentlich Abzug für Schäden. Ach, Mann. So, ich glaube, ich stelle mich mal so da rein. So, hier ungefähr an diesen Wendezirkel, was auch immer für ein Ding. So. Und würde sagen, ich verabschiede mich hier einmal an dieser Stelle, mache einmal den Motor aus, wegen effizient und so. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Let's Play von Old Truck Simulator 2. Tschüss!